Also ja, es ist natürlich, man spürt es schon, also es ist schon ein extremer Unterschied. Ja, was können wir dagegen machen? Man muss es fast so hinnehmen. Naja gut, es ist Kapitalismus und da funktioniert so nicht, das freie Marktwirtschaft. Insofern wird sich gerade die ÖVP schwer tun, da einzugreifen. Ich glaube, genau dafür ist eine Regierung da, oder? Meiner Meinung nach, dafür wähle ich. Dafür, dass für mein Wohlergehen oder für das Wohlergehen des Volks. Und man sieht ganz viele Leute, die leiden unter diesen ganzen Steigerungen, Preissteigerungen und da sollte halt was getan werden natürlich. Ich verstehe natürlich den Ansatz, dass man sagt, okay, man will sozusagen den Markt das Ganze regeln lassen und man will den staatlichen Eingriff verhindern. Und um ehrlich zu sein, würde ich es auch besser finden, wenn es so funktioniert. Ich glaube, man muss einfach mal ein bisschen abwarten. Lebensmittel sind ja doch eine Sache, die man braucht, um zu überleben. Und wenn da nicht in irgendeiner Weise der Markt auch reguliert werden kann durch den Staat, in manchen Punkten heißt das nicht, dass wir da eine komplette Kontrolle durch den Staat brauchen, finde ich das eigentlich nicht gut. Ne? Wir haben sie gewählt, also sind wir fast selbst schuld dran, würde ich sagen. In Wirklichkeit kann man nichts dagegen machen.